Ja, liebe Lenkers, ich grüße euch hier vom Bahnhof in Flensburg. Und zwar geht's ostertypisch mal wieder ein bisschen Bikepacken mit, diesmal mit Udo, Turtle und Lukas. Wir machen heute eine Runde Richtung Fühn, rüber Richtung Überkolding, dann wieder zurück. Wird ein knackiges Programm, weil morgen stehen direkt mal so 140 Kilometer drauf. Heute geht es erstmal Richtung Düppel, kurz vor Sonderburg, ran an Shelter. Also wir machen jetzt mal im Regen low. Kilometer übers Osterwochenende. Ja, liebe Lenkers, ich hoffe, mit dem ganzen Wasser auf der Linse sieht man mich. Ja, wir sind jetzt so 15 Kilometer außerhalb von Flensburg. Fahren gleich bei Anis Kiosk vorbei. Da gehen doch relativ viele Leute. Ich kenne auch meine Wurst essen. Und da direkt gegenüber sind auch die Ochseninseln hier in der Förde liegend. Und ja, wir reiten jetzt mal weiter. Regen wird zum Glück besser. Boah, mal gucken, was noch so kommt. Der geht auch auf jeden Fall kräftig rauf und runter, was ja viele Leute mal gar nicht so denken. Aber die Ostküste hat schon in sich. Ja Leute, wir sind hier in unserem Shelter angekommen. Wenn man vorher trockene Füße hatte, über Matschwiese und allgemein Nässe, jetzt sind wir alle richtig dreckig. Das wird auf jeden Fall richtig geil, morgen früh wieder da hoch lang zu latschen und ja, direkt wieder nasse Füße zu haben beim Start. Aber jetzt wird hier erstmal lecky gekocht und dann geht's in die Haie. Ja, liebe Lenkers, ich grüße euch hier an der Ostsee. Wir haben gerade unser Shelter verlassen, da schreit Udo Platten. Also, die erneute Zwangspause, nachdem wir gerade losfahren wollten. Shelter war ganz geil. Der Weg dahin nur ein bisschen sehr feucht und matschig. Aber ja, jetzt halt alles dreckig. Aber wir haben überlebt. Es war ein bisschen kalt für mich. Ich hatte irgendwie super kalte Füße und irgendwie super kalte Nase. Und musste wie immer natürlich direkt auf Toilette. Aber jetzt wird hier reingestartet. Heute ist zum Glück erstmal Sonne. Ein ganzes Ende. Wir fahren jetzt erstmal ein Stück bis nach Fühnhafen, um zur Fähre zu fahren. Nach Fühn rüber auf eine der größeren vorgelagerten Inseln. Während Udo den Platten repariert hat, haben wir beschlossen, den Gendarmenwanderweg unten lang zu fahren, weil wir keine Lust hatten, wieder oben durch den ganzen Matsch und die Wiesen zu laufen. Das hat aber auch nur so mittelmäßig gut funktioniert.
folgt ihr dem Ostseeküstenradweg, landet ihr hier in der Stadt Sonderburg. Hat 28.000 Einwohner, aber trotzdem viel zu bieten. Ein toller Hafen, hier das Schloss aus dem 12. Jahrhundert und reichlich deutsch-dänische Geschichte mit der Düppeler Schanze, wo der deutsch-dänische Krieg 1864 entschieden worden ist. Ja, liebe Lenkers, wer mich verfolgt, weiß, dass ich gerne Fähre fahre. Und jetzt fahren wir von Finnhavn, oder wie man das auch immer ausspricht, einmal rüber auf die Insel nach Fyn, wo unsere Strecke für heute weitergeht. Ich bin schon ganz hyped. Ich mag das tatsächlich auch. Ich hoffe, es wackelt ein bisschen. Und dann mal gucken, was uns hier auf der Fähre so erwartet. Ich habe gerade die Fähre gemacht. Kurz davor hatte ich jetzt schon wieder einen Platten. Und ja. Udo hat heute Platten Nummer 2. Hallo, hallo von der Insel Fyn. Ja, kräftiges Auf und Ab hier. Macht Spaß. Ich bin aber tatsächlich schon richtig offen. Also, und wir haben jetzt 52 Kilometer ungefähr. Und naja, was soll ich sagen? Es fehlen noch so 105 bis 106. Es bleibt spannend. Ich hoffe, wir drücken uns gleich erstmal eine Pommi rein oder so. Mal gucken. Leute, kommt auf der Kamera wieder überhaupt nicht raus. Aber war ein Hügel mit so 9% Steigung auf so 400-500 Metern. Das knallt schon rein, ey. Alle lachen wieder, aber bei mir knallt rein. Eieieiei. Gerade mal so 70 Kilometer von 160. Ich bin gespannt, wie das heute läuft. Meine Pedale geht eventuell auch noch kaputt. Mal gucken. Thank you.
moments later. Ja, Leute, ihr seht, ich bin am Bahnhof. Das Ende war jetzt nicht so wie gewünscht. 18 Kilometer vom Mittelfahrt. Ja, der Ort ist wirklich so. Ja, ist mir die Pedale abgebrochen. Dann konnte ich nur noch mit einer rumpedalieren, so richtig. Die anderen haben mich noch gut mitgeschliffen. Ja, jetzt fahre ich mit der Bahn nach Hause, weil alle Rechenspiele mit. Ich gehe ins Hotel, versuche morgen irgendeinen Fahrradladen zu finden, um den dann hinher zu fahren für einen einzigen Fahrradtag. Hat sich auch nicht so richtig gelohnt. Dann können die jetzt auch ballern, vor allem zu dem Shelter, wo sie hin wollen, damit sie morgen nicht Ewigkeiten fahren müssen. Und ja, ich hoffe natürlich, der Trip hat euch irgendwie doch gefallen. Es kann ja nicht immer alles glatt gehen. Und ja, schaut das nächste Mal gerne wieder rein. Guckt gerne mal, dass ihr mich abonniert oder wahlweise auch mal die Glocke drückt. Und vor allem den Daumen, kommentiert fleißig, dass wir da ordentlich in Austausch kommen. Und horido!